So, die Funke Ghost Scream Rockets, two stage. Der Funke CE haben zugelassen, aber nie im Verkauf. Schade, dass die nie im richtigen Verkauf waren. Alter! Ball hinkriegen und los. Jo! Fette Eskalation hier. Ambush von Geisha. So, jetzt hier eine ganze Packung Luftholler Rot von Funke auf Schlag. Da müssen wir schnell weglaufen. So, zwei Schinken Chisin Cracker verleitet. Jetzt weiß ich, was du mit den ganzen Schinken willst. Weg damit! Junge, was ist das? So sieht es hier nach den ganzen Supercrackern aus. Richtig krank, Alter. So, Deko Nightholer am Tag.
geil! Ja, Mann! Ist das? Nein, tut die schon, ne? Aber ist halt Tonrotze hier. Zwei, ne? Dann lass die beide auf Schlag machen, oder? Dann machen wir die zweite auch noch. Gerade hatten wir ja die von Weko und die vergleichen wir jetzt direkt mit denen von Nico. Die waren auf jeden Fall besser. Doppelknallbombenrohre von Explode, alle auf Schlag. Flashbang. So, jetzt zünden wir hier mal die Black Bulls von Decibel. Weiß, wenn ich kann, ne? Ja, kannst. Komet, Pyroart Dynamitböller D. Mann, zu dunkel, zu hell, ist doch scheiße. So, Fire Event, roter Corsa. Ende Film und dann. Naja. Verpuffen irgendwie, ne?
So, jetzt hier die Rotze von Fire Event. So, jetzt hier die Fire Event Oldschool Böller. Ja. Voll beschissen. Ja, der hat schon gut geknallt. Funke ist aber trotzdem lauter. So war der Rakete. Ja, die knallen schon. Also die aus dem Päckchen auf jeden Fall sind schon ganz gut. Ja. Ja. Also knallen tun die, aber Funke ist noch mal ein ganzes Stückchen besser, die D-Böller. So, jetzt habe ich hier wieder was ziemlich Interessantes für euch. Die Mega Corsair. Ich glaube, das sind die von Rubro. Genau. Und das sind die mit der besten Verarbeitung. Die sind auch besser als die Piraten von Fire Event, die roten. Und auch die anderen Mega Corsair von Geisha. Und das sind auch die lautesten. Können wir ja auch gleich mal vergleichen. Wir haben ja die Fire Events auch da. Dann machen wir davon auch mal ein paar. Machen wir mal erstmal die Fire Event und dann die von Rubro. Ja, die knallen schon. Boah. Mal zwei Fire Event auf Schlag. Also laut sind die schon für die Größe. What? Alter, krass. Heftig. Also die Rubro, teilweise natürlich lauter, leiser, aber da waren schon deutlich bessere dabei. Richtig krass. So, jetzt machen wir hier noch einen Cobra 3 BP4. BP steht für Black Powder, also Schwarzpulver. In Deutschland legal. Was ein Geschoss hier. So, jetzt die Funke Frösche B. Das sind die besten und die knallen auch und die springen auch wirklich. Raritäten mehr, ne? Also. Ja, das ist es. Raritäten. Mini. Schießen wir mal den in der Richtung hier, komm. Das passt dann. Was ist eigentlich für eine Rotze? Breiter das Ding in der Mitte. Ja. Richtig verarsche. So. Jetzt die XXL-Kette von Leslie. Leslie Celebration Cracker XXL kommt jetzt. Schon ganz schön laut. Ja, sehr cool, so die Nachentzündung aus. Geiles Teil.